Hallo und herzlich willkommen! Dieses Videotutorial dreht sich um die Einführung in StudIP. StudIP ist eine digitale Lernplattform, welche für die Organisation von Lehrveranstaltungen genutzt wird. Ihr könnt hier nach Lehrveranstaltungen suchen, euch für diese eintragen, Prüfungsleistungen hochladen und mit Dozierenden und KommilitonInnen in Austausch treten. Um auf StudIP zu gelangen, gebt ihr in die Suchleiste studip.ehs-dresden.de ein. Nun meldet ihr euch an. Eure Login-Daten bestehen dabei aus EHS und eurer Matrikelnummer und dem Passwort, welches euch via Mail zugeschickt wurde. Wenn ihr euch nun angemeldet habt, müsste die Startseite zu sehen sein. Wenn ihr euch diese Maske genauer anseht, könnt ihr oben rechts auf euer Profil zugreifen. Es ist ein kleiner Pfeil zu sehen. Möchtet ihr euch später wieder ausloggen, klickt ihr diesen an und könnt dafür auf Logout drücken. In der nächsten Zeile befinden sich verschiedene Button, welche euch zu den verschiedenen Rubriken weiterleiten. Momentan befindet ihr euch auf der Startseite. Mittig könnt ihr verschiedene Anzeigen vom schwarzen Brett sehen. Wenn ihr weiter herunter scrollt, sind eure demnächst anstehenden Termine aufgelistet. Scrollt ihr wieder hoch, entdeckt ihr rechts unter dem Logo StudIP den Schnellzugriff. Wichtig zu wissen ist, dass ihr hier auch die hochschulöffentlichen Dokumente findet, in welchen ihr beispielsweise die Leistungsnachweisdokumente für eure Hausarbeiten oder Präsentationen herunterladen könnt, sowie Praktikumsunterlagen, den Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten und so weiter. Zurück zu der Zeile mit den verschiedenen Button. Neben Start existieren noch die Maskenveranstaltungen. Hier sind eure Veranstaltungen nach Semester aufgelistet. Daneben Nachrichten, Community, hier ist auch der globale Blubber zu sehen, Profil, Planer. Wählt ihr diesen Button, sind eure Termine pro Woche mit Uhrzeit übersichtlich aufgelistet. Der nächste Button ist Suche, Tools, Dateien, schwarzes Brett und zuletzt Praxisstellen. Probiert euch aus und klickt euch durch die verschiedenen Button, um einen ersten Überblick zu erhalten. Viel Spaß dabei!